Ja, Mann! Das ist für euch, für alle Kinder auf der ganzen Welt. Kann man so tanzen? Yeah, yeah. Mit Aber Manila. Yeah, yeah. Isst du Vanilla? Yeah, yeah. Oder trinkst du Tequila? Herzlich willkommen im evangelischen Kindergarten Regenbogen. Ich bin die Sabine Ebermann. Und ich bin Luise Richter. Zusammen sind wir das Leitungsteam vom Kindergarten der Stadtmission Chemnitz. Wir haben Kapazität für 165 Kinder, die hier ein- und ausgehen, spielen, lernen, toben. Und ganz wichtig ist uns ein besonderer Fokus unserer Arbeit. Wir arbeiten in unserem Kindergarten inklusiv und haben viele Projekte, die bei uns hier laufen. Damit die Kinder ganzheitlich in ihrer Entwicklung gefördert werden können. Das geht von Sportangeboten bis hin zu Kreativangeboten, Künstlerwerkstatt und verschiedenen Projekten. Und eins von den Projekten wurde von unserem Erzieher Aber Manila vor vielen, vielen Jahren ins Leben gerufen und hat dann eine gewisse Beständigkeit hier entwickelt. Das ist das Projekt des Trommelworkshops. Der Trommelworkshop findet bei uns einmal in der Woche statt. Die Kinder erleben da viel rhythmische Bewegung, also in Tanz, Musik, die Sprache wird gefördert. Also es ist ein ganzheitliches Angebot hier in unserem Kindergarten. Viel Freude haben die Kinder dabei. Man merkt es dann, dass es durch den Tag oft auch wieder gehört wird, was in diesem Workshop auch mit den Kindern einstudiert wird. Und hat einen guten und breiten Platz bei uns im Kindergarten. Auch in der Corona-Zeit, also während des Lockdowns, hat Aber Manila für die Kinder Workshop-Sequenzen aufgenommen. Die haben wir dann auf unseren YouTube-Kanal gestellt und dort konnten die Kinder sich dann von zu Hause an den Trommelworkshop anschauen. Das hat sich großer Beliebtheit erfreut und wurde auch rege von den Eltern und Kindern angeschaut und zu Hause mitgetanzt. Wir haben auch Fotos und Videos bekommen, wie die Kinder sich dort sportlich betätigt haben zu Hause. Und aus diesem Projekt, was wir hier im Kindergarten quasi gestartet haben, heraus hat Aber Manila dann Come Dance With Me weiterentwickelt und darum soll es jetzt im Folgenden noch ein bisschen mehr gehen. Dance With Me CD hat 9 wunderschöne Kindersongs, die zum Mitmachen anlegen. Und wie das Mitmachen aussehen kann, wie durch so auf ein CD oder im Netz gezeigt. Dafür nimmt das Kamerateam die Tänzer der Kindergarten-Kita Regenbogen auf, damit die Kinder aus anderen Kindergärten die Tanzchoreografie nachmachen können. Ich verspreche euch, das ist ein wunderschönes CD. Ich bin total glücklich mit diesem Projekt. Wir haben ganz toll Lieder gemacht, wo die Kinder nicht nur so Bewegung, sondern lernt auch so ihre Körperteil, lernt so verschiedene Obst, Gemüse, Zahlen, kann also ja viele tolle Sachen so lernen, ihre Körperteil, und das ist so genau, was für mich wertvoll finde. Das ist ein großer Geschenk von Herz kommt für unsere Kinder, in unser Kindergarten und alle Kinder auf der Welt. Also sei dabei, genieße es, dieses Programm. Wir freuen uns, dass du teilnimmst und uns verfolgen. One Love. Wir hoffen, dass mit diesem Projekt der Funke der Freude, den wir hier im Kindergarten verspüren, über den Gartenzaun hinaussprüht und dass viele Chemnitzer Familien das über die Medien und so erreicht und ja, auch Freude haben, daran mit teilzunehmen und mitzumachen. Ey yo, ich bin Lieferando und ich liefere euch Freude beim Singen, Tanzen und Spielen. Also seid dabei, steht mal auf und macht mal mit. Jetzt geht los. Boom! Komm mal zu tanzen, yeah, yeah. Mit Aber Manila.